Ihr wollt wissen, wann ich mal einen fliegen lassen kann? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen... Oh, ich sehe gerade, ich muss da oben noch... Okay, also, das Erste, was wir machen wollen, ist da oben Strom anschließen. An unseren... Drone Ports. Das heißt, da habe ich gar nicht nachgedacht, aber ja, die brauchen auch Strom. Und das macht auch Sinn. Wie legen wir da am besten die Leitung und wie machen wir das schön? Achso, ich habe nach dem letzten Mal das Dach einmal durchgezogen, habe hier in der Mitte ein bisschen Gras hingemacht. Das habe ich auch hier drunter durchgezogen, bis vorne hin und habe hinten die Wand entsprechend verkleidet, schön gemacht. Ja. Dann haben wir da ein paar Fenster rein und zwischen den Fenstern immer so ein... Hat jetzt nicht so ganz hingehauen. Eigentlich wäre ein halber höher wirklich besser gewesen. Dann hätte man den nämlich genau da oben noch reinsetzen können, wäre super gewesen. Aber das hätte halt damit nicht gepasst. Oder ich hätte den nochmal einen halben hochsetzen müssen, was total bescheuert ausgesehen hat. So, da habe ich noch keine Wand gezogen. Alles gut. Wir haben aber hier Strom. Das ist das viel interessantere. Heißt, wenn ich den Strom, der hier drin sowieso anlegt, hier an der Seite entlang leite, innen, könnte ich den hier ausleiten und da oben dran, da hinten rausleiten und da oben dran und das gleiche auf der anderen Seite aufmachen. Hier habe ich nochmal so ein halbes Ding hingesetzt. Aber ich bin hiermit noch nicht glücklich. Ich glaube auch, ich mache das etwas anders. Und zwar werde ich die Teile einfach, da geht's runter, direkt hier unten reinleiten und dann weg. Wahrscheinlich muss ich dann von der Höhe her das ein bisschen tiefer setzen, damit das unten lang läuft und dann geht das da hinten halt hoch und wieder. Vielleicht sogar, das könnte man sogar außenrum machen. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Und Batterien. Das ist das andere, was wir heute vorhaben, würde ich gerne hier unten unterhalb von dem von unserer Brücke reinleiten. Im Idealfall kann man eigentlich... Moment. Echt jetzt? Das geht nicht. Das ist doch schade. Versuchen wir mal zu drücken. Entweder so, aber dann hängen die nicht da dran. Gehe ich nicht da drauf. Versuchen wir was. Kriege ich das so hin? Natürlich nicht, da ist das andere dann im Weg. Müsste ich wegmachen. Also, ich würde sie sowieso von da aus blöd aus, ne? Aber vielleicht auch hier unten rein. Also irgendwo hier möchte ich gerne... dass meine Batterien reinkommen. Dann weg. Und dann gehen die an den Seiten. Wird ja hier auch nochmal verkleidet. Bis unten hin. Auch wenn das einfach nur noch wie ein Kasten aussieht. Aber vielleicht finde ich dann noch eine schönere Lösung. Oder nicht die Höhe hier genau haben. Lass uns mal gucken, ob wir die Höhe hinkriegen. Dann können wir doch... Also da, oh, das wird genau passen. Gut, das heißt, ziemlich genau. Ja, die hängen ein bisschen da drin. Das ist mir aber egal, sie gucken nicht oben raus. Das heißt, das hier ist unsere Höhe, in der wir arbeiten. Hier machen wir also nochmal einen Boden oder so rein. Und dann gehen von da aus Lifte an der Seite hoch. Hier ist man weg. Und in den Batterieslot. Damit haben wir nämlich das Problem gelöst, dass die Batterieslots halt jetzt von diesem Band hier ein bisschen verdeckt sind. Also zumindest der dort, der hier nicht, aber der kriegen dann von hier, der von da, die gehen auch alle schön runter. Haben wir auch ein bisschen mehr Variation außen, auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Das heißt, das machen wir. Und ich möchte gerne hier die vier Drohnen
draufsetzen. Mich schon mal darauf vorbereiten, dass wir dann wieder zu unserer Waffenfabrik zurückgehen und da eben die Droneports hinsetzen. Ja. Wie viel davon wir schaffen, weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir aber herausfinden. Wir gucken jetzt erstmal, womit fangen wir denn an? Was? Wir fangen damit an, die Drohnen zu bauen. 4 Stück brauchen wir. Droneports setzen wir uns auch schon mal rein, aber wir dürfen nicht mehr so viel haben, was wir noch brauchen. Strom können wir sowieso. Und dann geht's. Also, einmal dahin. Ja, natürlich super, wenn wir in unserem Lager schon Batterien hätten, aber das haben wir leider nicht. Plumps. So. Wo fangen wir an? Ach komm, das haben wir gerade liegen. Das ist 250. Du musst ausgerechnet 2 Stacks nehmen, ne? Genau. Egal. Tun wir nachher ein paar Sachen weg, ne? Ist gut. 100 von den Highspeed. Okay, das wird nochmal blöd. Das gefällt mir gerade gar nicht. Weil die brauchen wir auch für anderes Zeug. Aber okay, da müssen wir gleich gucken. 4 mobile Miner. Die sind ganz scheiße. Ah ja, da war was. Haben wir auch. Funksteuereinheiten. Dann haben wir 16 Motoren. Stack Motoren, okay. Und die Highspeed-Anschlüsse. Die haben wir hier. Fehlen nur noch die Miner, können wir aber gleich machen. Warum habe ich jetzt 5 Drohnenplätze drin? Hallo? Na, okay. Fangen wir damit an, dann machen wir das Band. Das würde ich auch gerne unten mittig reinsetzen, weil dann ist das, glaube ich, etwas besser von der im Zusammenbau her. So, jetzt bauen wir uns erstmal. Nee, Spezial ist das. Produktion ist das. Die ganz unten Ausrüstungswerkstatt. Komm mal her. Wir brauchen einen Miner. Wir können ein paar machen, aber wir brauchen im Moment einen, weil für mehr haben wir auch gar nicht Platz. Komm, fertig. Dann können wir hingehen und sagen: Transport. Drohne. Dahin. Dann können wir sagen, meiner. Oh. Ohne. Und den letzten davon. So. Drohnen sind schon mal gebaut. Du kannst weg. Okay. Dann geht's erstmal unten rein und wir machen Strom. Und zwar geht es von hier aus. Strom an die Decke. Darüber. Die Decke war jetzt nicht so clever, weil ich ja da eh wieder runter. Egal. Hier oben sieht man das ja noch nicht.
Den machen wir weg. Da machen wir einen, der da durch die Decke geht. Dahin wollte ich. Nochmal eben Musik wechseln, genau. Ganz wichtig. So, dann habe ich gesagt, kann man so nicht setzen, kann man nur durch die Wand. Dann machen wir das mal dahin. Machen wir es da oben. Haben wir hier den Ausgang. Dann sagen, hallo. Dürfte auch passen, ne? Jo. So, jetzt nehmen wir uns hier den Punkt vor, da können wir gucken, ist die Höhe da, ab da dran, das machen wir auf der anderen Seite jetzt schon mal fertig, dann weiß ich, wo die hin müssen. Das ist schon gut. Da. So, und jetzt wollen wir wieder rein. Bedeutet aber auch, dass wir auf der Seite noch die... Jetzt an. So, perfekt. Die haben alle schon... Vielleicht habe ich ein bisschen rumprobiert und Sachen gingen nicht so gut. Ich habe es nicht gemerkt. Aber auch nur. Du bist da in der Ecke, genau. Stromleitung. Einmal dahin. Und einmal dorthin. Von da aus haben wir ungefähr. Dahin. Jetzt geht das da hoch, aber da muss ich vorher Wand ziehen. Ich werde es aber nicht so machen, dass ich da wende. Also, dass ich das jetzt hier durchziehe, weil das sieht, glaube ich, richtig, richtig aus. Das wollen wir nicht. Wir müssen einmal die Wand unten ziehen. So, so. Du, mal drei hoch. Natürlich auch einfach einen durchziehen können, aber egal. Ich hätte erstmal einen durchziehen können. Entschuldigung. Geht gleich wieder. So. Und dann haben wir den da oben hingesetzt. Okay. Das wäre dort. Von da. Bitte da dran. Hier hinten an die Wand. Nein. Okay, das mag jetzt etwas blöd aussehen, aber... So hängt es wenig im Fenster. Oben hin, darüber. Fertig. Alle Drohnenports angeschlossen. Dann können wir dich auch erstmal zumachen. Das meiste habe ich eigentlich dazu tun, deswegen habe ich mir da offen gelassen. Okay. Haben wir die beiden Sachen schon mal erledigt? Ihr seid natürlich noch nicht mit Strom versorgt, das hatte ich noch vergessen. Ist gut, dass ich nochmal oben gucken gegangen bin. So. Stormports sind alle online, das ist schon mal gut. Die müssen wir noch benennen. Jetzt wäre das natürlich clever,
die Sachen auch so ein bisschen zu sortieren, ne? Aber das, ich glaube, das werden wir auch heute nicht schaffen. Eigentlich schon, wir haben die Hälfte der Zeit schon vorbei. Wir fliegen jetzt einmal hier rum. Hier runter. Haben uns ja da schon unseren Punkt gesetzt. So, und hier wäre die Mitte. Das müssen wir jetzt erstmal haben. Das ist das Wichtigere. Da kommt ein Beton. Das müssen wir jetzt einmal in Beton machen. Diese. Okay. Das hätten wir schon mal. Die Frage, ob ich erst das hier zusammenbaue. Was ist eigentlich mein Material? Brauche ich das hier noch? Eigentlich nicht, oder? Ich könnte mir besser hier anderes Zeug holen. Brauche ich. Ne, ich brauche auf jeden Fall keinen. Na, Kram. Sehr gut, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir schmeißen die alle hier rein. Die alle hier rein. Wo sind die anderen hin? Und warum geht nicht raus? Ausgehende Zeile, Batterien. Eigentlich sollte doch jetzt. Das sind. Ausgehende Zeile. Wo sind die anderen alle hin? Egal. Ich wundere mich jetzt einfach nicht. Wo hängst du fest? Das ist schon mal ein guter Test, um das ganze System sich anzugucken, weil eigentlich müsste das ja jetzt, es läuft hier durch und da drüben ist es nicht angeschlossen. Deswegen habe ich mir eigentlich immer diese eine Lücke gelassen, das mache ich jetzt doch. Okay. Stimmt, da ist es nicht angeschlossen. Wo sollte es überhaupt hingehen? Oh Mann, das ist der Eingang. Für den ganzen Spaß. Der Eingang für den ganzen Spaß soll hier unten lang. Muss ich dazu verbinden. Um dann da dran zu kommen. Das heißt, du musst da runter. Und dann können wir hier auch die Löcher setzen. Das müssen wir sowieso gleich machen. Das sollte ich jetzt als Nächstes machen. Okay, wir machen erstmal das ganze verkabeln und dann holen wir uns die Batterien. Wir ändern unsere Pläne. Wie immer. So. Hier ist jetzt das große Problem. Eigentlich brauche ich da mal wieder auf. So. Ich brauche da das. Dann brauche ich den Lift. Ist da. Und jetzt wird das hier nicht klappen, wenn ich das direkt anschließe, oder? Wird sowieso nicht klappen, weil ich mal wieder falsch rum eingebaut habe. So. Nee, nicht ein Vierer. Ein Fünferband hätten wir gerne. Oh, das funktioniert doch. Ja, geht ein bisschen schief. Okay, macht nichts. Schief komme ich mit klar. Das heißt, das sieht hier ähnlich aus. Nicht die Tür. So. Wir wollen wieder Logistik. Den Kollegen. Da hoch. Das da dran. Dann haben wir nämlich unten schon mal unsere Punkte gesetzt, wo wir den Spaß dann nach oben von den Drohnenbauts reinleiten. Das heißt, wir können unseren Fusionator
Der muss ja in diese Richtung gehen. Den können wir jetzt hier vorsetzen. Können uns hier ein Lift hinsetzen. Das Ganze miteinander verbinden. Da verbinden. Fusionator in diese Richtung setzen. Dahin müsste reichen, damit wir dann hier den Kollegen auf diese Höhe setzen können und dann geht das Band. Oh, verdammt, das ist die falsche Höhe. Hätte ja klappen können. Das ist die richtige Höhe. Und du gehst dort rein. Links den Schritt nach vorne und der müsste dann geschreddert werden. Okay. Und. Ah, es geht ganz. So. Das läuft schön durch. Das müsste jetzt vom Durchlauf ja richtig bescheuert aussehen. Weil das geht jetzt alles darüber, genau, kommt hier schon wieder runter, geht nach da vorne, kommt da rum, geht durch den Spaß. Okay. Also der Durchlauf für unbestimmt funktioniert schon mal. Du kannst das eben wegschreddern. Perfekt. So wollen wir das haben. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal hingehen. An den richtigen Stellen die Wände setzen. Nämlich einmal hier. Und einmal hier. Das heißt aber auch, dass wir den Strom versetzen müssen. So. Bist du schon leer? Nein, bist du noch nicht. War noch ein bisschen zu tun, bis du leer bist. Mal Gas. Weil dann kann ich dir den Strom klauen. Oder läufst du trotzdem noch raus? Okay, rauslaufen geht noch. Du kommst hier dran, das machen wir gleich von innen. Dann setzen wir uns hier schon mal. Den Kollegen dran. Genau, so passt das. Ja, du bist jetzt gerade natürlich noch ganz doof in Benutzung. Wie lange haben wir denn hier noch? Dann nehmen wir uns wieder rein. Dann können wir das nämlich wegmachen. Während wir hier rumbasteln, können wir hier hingehen und den Spaß hier reinsetzen, was ich mit der anderen Taste machen müssen. So. Hier. So. Perfekt. Dann gehen wir hier hin. Ziehen das da dran. Batterien kommen gleich wieder unten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich hätte es auch unten in die Container setzen können, aber egal. So, das ist unsere Höhe, mit der wir arbeiten müssen. Und da hätte ich gerne Wand gezogen bis da hinten. Und dann brauche ich einmal hier vorne direkt den Kollegen. Und hier hätte ich jetzt gesagt. Genau, das sind unsere beiden Punkte. Du gehst da rein. Und du gehst dort rein.
die Frage, hätte ich das wirklich noch ein Stückchen nach vorne ziehen können? Aber nee, es steht hier genau an der Kante. Also ich hätte es einen überstehen lassen müssen, damit das mittig wird. Das gefällt mir nicht. Machen wir auch nicht so einen Quatsch. So, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Und der Kram geht dort unten. So. Und so. Wie machen wir das jetzt hier? Das ist ja der Übergang, ne? Ich nehme erstmal weg. Und machen das Loch zu. So. Der Spaß soll hier. Fusionator. Bitte in. Na, mach mal einen ran. So ist, glaube ich. Nein, so ist zu weit weg. Jo. Einmal. Zweimal. So, das haben wir. Müssen wir den Spaß wieder bis, ich glaube, dort bringen. Können das dann nehmen und so. So, ja. Perfekt. Nur hier nicht. Ist das richtig bescheiden? Machen wir anders. Nein. Seltsam aus, aber mein Gott, funktioniert. Lassen wir so. Das heißt, jetzt wird der Spaß da reinkommen, darüber, oben mit hinten mit dem anderen zusammen und dann durch die einzelnen Sachen durchgehen. Jetzt brauche ich mal hier meinen schlauen Spickzettel. Moment. Das war der falsche Knopf. Da. So. Dann könnten wir eigentlich schon mal... Genau, wir nennen jetzt die Drone-Ports. Das Schöne ist, es ist vollkommen egal, was wo reinkommen soll, weil es wird ja sowieso hier verteilt. Wir haben gesagt, wir haben... das ist auch so doof aufgeteilt. Fangen wir hier hinten an. Wir fangen... Also von der Reihe her... Das wäre quasi der, der am weitesten weg ist von dem Ganzen. Dich nennen wir Nobelisk 1. Kann man eine Beschreibung hinterlegen? Nein, kann man nicht. Okay, schade. Das hier wäre dann Nobelisk 2. Nobelisk 2. Bei dem einen kommen halt die Nobelisken, Impuls-Nobelisken und Gas-Nobelisken rein. Wobei wir Gas nicht haben, okay. Hier hätten wir Splitter und Nukleisk. Also hier sind unsere Nukes drin. Aber auch Gewehrmunition. Kriege ich die ein bisschen anders? Da muss ich noch überlegen, ob ich das anders hinkriege. So, dann machen wir in der Reihe als nächstes den hier. Das wäre dann, wie nennen wir das denn? Ammunition.
Da hätten wir dann die Zielsuche und die Turbo drin. Die Eisenarmierstaffel. Und hier haben wir die... Ach komm, die nennen wir einfach Stachel. Die Aufteilung ist echt doof. Aber da fällt mir gerade nichts Besseres zu ein. So, und jetzt gehen wir einfach hin und machen hier unsere Zuteilung. Ups, runter. So, rechter Ausgang sind Nobelisten. Hier ist der rechte Ausgang. Impuls-Nobelisten. Dann haben wir hier das, was quasi nicht voll wird. Hier haben wir Splitter-Nobelisten. Hier haben wir Nukleisten. Und hier hätten wir dann Gewehrmunition. Sehr gut. Jetzt gehen wir nach da drüben und machen den Spaß quasi in andere Reihenfolge. So, sollte vielleicht auch an den rangehen. Dort hätten wir Zielsuchgewehrmunition. Da haben wir Turbo-Gewehrmunition. Dann kommen die Eisenarmierstaffel, genau. Hier haben wir... Ups. Betäubungsstachel. Da haben wir dann die Scherbenstaffel. Und als allerletztes die funktioniert gut mit meinem Rumgetippe. Explosionsstachel. Hat ein Wort. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben ja schon wieder über 30 Minuten. Ich mache noch ohne euch die Schilder fertig. Und dann haben wir wenigstens den Teil so weit schon mal, dass wir unten den Eingang geplant haben und die Seiten das auch schon mal so weit geplant und teilweise angefangen haben. Das sind so Sachen, die werde ich jetzt noch mal eben ohne euch zusammen basteln. Also die Schilder da unten verkleiden und so. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, holen uns die Batterien rüber und machen dann da hinten die anderen Droneports und verbinden die. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.